Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter. Ich bin Jan und wir müssen immer noch Goyle oder was Crab oder Goyle? Ich glaube, wir müssen Crab finden. Ne, Goyle. Wir müssen Goyle finden. So, glaube ich. Ah, was ist denn hier los? Also heute in der heutigen Aufnahmesession will ich das Game richtig verarschen. Irgendwie manchmal. Sind aber schon Parts dabei gewesen, die haben waren übertroffen. Cool. Hallo Homo. Zack, 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 zack. Bohnenparty, Bohnenparty. So, wir machen mal jetzt für die Bohnen ein bisschen. Zack. Diese Käse bringen eigentlich tatsächlich mehr als die manche Truhen. Das ist so traurig. Aber in den Truhen kann halt auch was anderes sein. Das ist das Einzige. So. Jetzt mal hier aber Safe Call. Wir sind bald bei Crab. Nee, Goyle war's. Man hat so viel Glück, dass er das nicht machen muss. Ja. Was ist das für ein Wichser? Ich habe jetzt keine Lust, ihn mehr zurück in seine Hütte zu schmeißen. Aber warte mal. Ja, der soll ja erstmal mit seinen Pflanzen spielen, ne? Das ist ja nicht so schlimm, wenn er das macht. Okay, wir werfen ihn doch weg. Ja, aber Digga, guck mal. Hey, danke, Alter. Der erste nützliche Alki. Digga, der hat uns richtig viele Boden gegeben. Wir haben 809 jetzt. Alter. Das Ding ist, wie geht es jetzt hier weiter? Ich weiß, dass der hier irgendwo liegt. Dieser hässliche Goyle. Ah, ihr seht schon. Ah, warte. I know it. Hier sind wieder hässliche Pflanzen, die uns nicht treffen. Weil sie zu scheiße sind. Und dann ist die Idee vom Game. Welche genau? Ich weiß nicht genau, wo man hin muss. Ist nicht in dem Haus da drin gewesen? Nein, ich vertue mich hier wahrscheinlich schon wieder total. Zack. Ich guck mal, was hier los ist, ne? Machen wir. Ich muss vorsichtig sein, damit Goyle nicht aufwacht. Aua. Da ist er. Schläft wie ein kleines, hässliches Baby. Oh, du bist voll gemein, Harry Potter. Ich meine, was macht er denn da voll alleine? Keine Freunde? Was, wenn ich das jetzt aufzaubern? Oh, das ist dem egal. Wow, ein Kessel. Aber ein paar Birchbutzbohnchen. Cool. Leider backt mir hier mal nicht weg. So. Yeah, Siegermusik. Habe ich verdient. Ich muss das Stückchen von Goyle zurück zu Hermine ins Mädchenklo der maulenden Myrte bringen. Nice, das machen wir doch mal. Mussten wir jetzt keinen weiteren Weg oder so zurückgehen. Ich hätte da hinten gab es noch irgendwelche Geheimnisse, was wir da gerade aufgezaubert haben. Aber das juckt mich nicht. Wir sind ja hier um das astreine Gameplay, also das, die astreine Story hier. Im Telling einfach zu unterstützen. Zack. Ich habe das Stückchen von Goyle. Wo
gut gemacht, Mädchen. Ja, yeah. Mädchen? Alter, Digga, wieso hat uns Ron gerade ein Mädchen genannt? Oder wie hat... Hä? Hätte mich jetzt gerade verhört. Dann mal runter damit! Ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja, wollen wir beide zu Goyle werden, oder was, du Bubble Tea? Danke. Harry! Yeah. Das ist ekelhaft. Unsere Schuhe wachsen gleich mit und wir haben plötzlich Slytherin-Uniform. Unsere Uniform ist auch gleich anders geworden. Itzi, itzi. Bist du okay, Harry? Unsere Stimme verändert sich auch. Ja, mir geht's gut. Geh hinab in die Kerker und versuche in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Das ist so witzig jetzt. Also das wird witzig, viel aber Glück, auch richtig behindert. Harry. Das weiß ich jetzt schon. Digga, der kann nicht zaubern. Lepando! Lepando! Okay. Ah, der hat auch einen Zauberstab anscheinend. Wie hält er seinen Zauber? Gut, dazu sage ich nichts. Er schwingt seinen Zauberstab schön in die Rippen rein. Zack, 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 immer wieder. Warte mal, wo müssen wir hin? Ich muss den Schlafzahl finden. Er ist im Kerker. Itzi, itzi. Treppe, Komma, ja, danke. Schiermannakui. Wir sind einfach ein Frühstarter, wir sind Crap and Go. Oh, warte mal, können wir hier? Wir hatten da ja schon mal irgendwie sowas. Aha, aha. Einen haben wir schon weg. Sogar als Goyle können wir hier den einen entfernen. Itzi. Ja, Treppe. Kannst zurück. Ah, das checken die Treppen hier ein bisschen schneller als in den neueren Teilen. Dass man da jetzt lang will, irgendwie. Was ist jetzt? Pass auf, wo du hintrittst. Was sagen denn Slytherins jetzt, wenn wir gegen Slytherins rennen? Ich weiß gar nicht, wie es geht. Sehr rechts zum Kerker, ich glaube. Ach, guck mal. Als Goyle dürfen wir nicht in die Arena. Da lässt uns das Spiel schon gar nicht hin. Das ist voll schade. Das ist ja voll witzig. Aber. Nee, scheiß auf das Ding. Wir machen hier die harte Story. Aha. Richtig ausspioniert. Rein, Blüter! Also das Passwort. Ich wette, damit komme ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Das ist jetzt hier richtig Doom. Also erstmal krasse Kombination, aber... Reinblüter. Aber wir müssen da jetzt erstmal, glaube ich, so ein Jump-and-Run-Zeug hinmachen. Richtig dumm. Oder nicht? Ja doch. Cool, Alter. Alko, was machen die Alkis hier? Guck, anstatt das muss doch nicht jeder machen. Guck mal. Ah. Das ist voll der. Voll. Das krass gesafte Ding, weißt du, uns ist aber nur, wir müssen so durch so ein Bild gehen. Lycando! Lycando! Hier muss voll viel gezaubert werden und gejump und run werden. Ja! Spiel. Sei doch nicht noch unlogischer. Lepando! Lepando! Ich muss gestehen, ein bisschen nervt mich das auch an dem. Lepando! Dem Teil hier ist irgendwie das Ziel. Lepando! Halt hier wirklich. Lepando! Wenig Authentizität hier drin haben. Weißt du, wer wieder hier? Was ist das für ein Bug? Oh, ein Speicher. Ah, ich weiß es doch jetzt schon. Wieso entschleimt er das denn jetzt? Du Hurensohn. Viel Spaß, Goyle!
Zack. Ah, das bleibt nicht. Mann. Hurensöhne in Slytherin. Die mobben sogar Keulen. Nintendo! Oh nein. Hä? Oh. Lol? Man muss ja vor die Skills Jump and Run gefallen ist. Ein Schleime! Das wollen die seinen Schleime nehmen. Bitte, ich will. Wo komme ich jetzt da hin? Das will ich nicht. Ich will jetzt noch nicht. Nintendo! Ja, das fliegt da jetzt unter, das muss sich in einer Schleime! Okay, da ist nichts. Ja, naja, egal. Juckt uns aber irgendwie generell nicht. Was hat das jetzt damit auf sich? Scheiß auf die Truhe, das ist immer rein. So, können wir jetzt auch Assi sein? Also klar, können wir Schleime! Schleime! Naja. Sehr interessant, was das Lizard zu ihrem Schlafsaal sozusagen auch zu kommen. Also das ist eine sehr noch gefährlicher als wir bei uns, dass wir irgendwie im Unterricht waren. Digga, also. Lumos! Was willst du mir sagen? Das ist auch unauffällig, der Teppich, was der da macht. Wollte ich nur mal so anmerken, nebenbei. Aua! Rektus Sempra! Ich soll jetzt hier suchen, Rektus Sempra. Bitte nicht, was ist denn jetzt passiert? Rektus Sempra! Hä? Okay, also, what the fuck? Rektus Sempra! I don't know. Okay, das ist jetzt nicht schon. Oh, Shiamana. Heute stresst das Spiel. Ich weiß, da links sind ganz viele Sachen, wo Geheimnisse sind, wo man 1, 2 oder 3 sogar bekommen kann. Aber ich gebe einen Fick auf die Bohnen. Du bist Erste der zweiten Klasse. Ich habe wirklich keine Zeit, mich mit einem Zweitklässler zu unterhalten. Ja, komm mal hier irgendwie runter von deinem hohen Ross, du Spasti. Wo ist Draco Malfoy? Hä? War der nicht hier? Hä? Im Film sitzen die auch hier auf der Couch. Warte. Flubberwurst. Nintendo! Nintendo! Warum das noch kein anderer gemacht hat, weiß ich nicht. Brown kann hier auf jeden Fall nichts. Ich weiß, dass hier hinten irgendwo in die Mädchenstraße sind. Das ist voll witzig. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Und hier sind, glaube ich, die jungen Schlafsäle. Ah, hier ist. Da bist du ja, Goyle. Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Itzi, ich folg dir ja schon. Weißt du, Goyle?
Ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man ihn diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Was labert ihr für ein Bullshit? Ja, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin da stand denn? Das richtige, zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Hm. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Hm. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. So, das wird jetzt mega witzig, da weglaufen. Und ich weiß auch schon, dass das... dass ich ja wieder fällen werde. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Haut rein, bis morgen. Ciao.